You walked through the picture for me. Oh, sorry. Now the fun begins. Brighty's here. Ich hab jetzt doch wieder in den Fingern. Hat man heute kaum noch im Kopf, dass das ein geteiltes Land war und wie das dann war, über die Grenze zu fahren. Und natürlich sind wir anders gereist früher auch. Ne? Also der Bus war ein bisschen kleiner. Und wahrscheinlich hätten wir jetzt schon Bier in der Hand gehabt zu der Zeit. Was? Ja. Hey! Ich muss da rein. Ich muss da rein. Scheißen und durchdrehen. Es war eine super Stimmung, es war ein super Gefühl, wieder raus aus der Stadt, wieder los. Es war Action, das war alles noch neu. Jemand sprach uns dann irgendwann an, er hätte eine Verbindung nach Ost-Berlin, ob wir nicht Lust hätten, dort zu spielen. Und das war natürlich eine Sensation. Das roch nach Abenteuer und das war eine Sache, die uns natürlich in den Fingern gejuckt hat. Wo wir gesagt haben, na klar, da machen wir mit, da sind wir bei. Scheiß Bande ist das! Wir haben viele Konzerte im sogenannten Ostblock gespielt und das waren sicher die am schwierigsten zustande zu bringen waren, weil die DDR war noch repressiver, als es in anderen Städten des Ostblocks der Fall war. Hey! Als wir dann halt die Möglichkeit haben, da mal zu spielen, war natürlich die Freude groß. Erstmal, klar, schauen wir uns an, was da los ist. Gucken wir mal, ob wir den Punkrock da hinbringen können. Und der war eigentlich schon längst da.